So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Afterbirth. Wir werden heute. Beim letzten Mal haben wir versucht, mit Maggie eine Runde zu spielen. Das ging irgendwie nicht so gut. Das war relativ kacke sogar. Und ich habe mir überlegt, was machen wir heute? Was machen wir heute? Ich glaube, wir werden heute mal wieder eine Runde mit The Lost spielen. Denn wir haben in letzter Zeit, ja, einige ganz gescheite Runs eigentlich mit Lost gehabt. Also da waren ein paar gute Sachen dabei. Wir müssen immer noch in den Dark Floor, den haben wir noch gar nicht abgeschlossen. Wir müssen auch immer noch die Kiste schaffen im Hard Mode. Warte mal, gucke ich mir mal an. Warte mal, Sheol haben wir. Genau, Kiste müssen wir noch im Hard Mode machen und Dark Floor im Hard Mode. Dann haben wir noch Hush und Boss Rush. Boss Rush wäre natürlich auch sick, ne? Wir gucken einfach mal, wie weit wir heute kommen. Ich kann euch nicht garantieren, dass wir einen super geilen Run machen werden, aber wir gucken mal. Die Milch. Eigentlich würde ich da gerne schon wieder direkt neu starten. Weil die Milch ist ein richtiges Ranz-Item. Übrigens habt ihr mir reingeschrieben, dass sich der. Die Schüsse. Ich hatte mich letztes Mal gewundert, warum ich denn über diese Steine schießen kann. Und das hat sich einfach folgendermaßen geändert: nämlich seit dem. Rework, oder seitdem, nicht Rework, sondern seit dem Add-on, hat sich Lost ein bisschen verändert und wurde ein bisschen gepatcht, sage ich mal, ein bisschen leichter gemacht. Und zwar hat er jetzt Spectral Tears, das heißt, ihr könnt über die Steine drüber schießen und auch durchschießen. Und das ist echt ziemlich cool. Macht einiges um vieles leichter. Und dementsprechend, ja, vielen Dank fürs Reinschreiben. Lost Protector. Ja, solche Sachen sind eigentlich immer ganz okay. Ich finde mal, mit Lost sind extrem scheiße, sind diese Items, sage ich jetzt mal, oder Begleiter, die erst aktiv werden, wenn man getroffen wird. Ne? Die sind halt relativ useless. So. Die bringen halt wirklich gar nichts. Ich sag mal, der ist auch schon grenzwertig, weil er nur am Rand lang läuft und eigentlich relativ useless wird dadurch. Aber naja, ich will mich mal nicht beschweren. Ne? Wir gucken uns einfach mal an, was wir so bekommen. Explosive Diarrhea. Alrighty. Oh, der Swallowed Penny. Das war übrigens auch ein Tipp für den Keeper. Der Swallowed Penny ist ein Item, was man häufiger bekommt, wenn man diese Vasen wegsprengt. Und da hatte man mir reingeschrieben, ich soll das mal machen mit dem Keeper. Das soll wohl ganz cool sein. Erstmal müssen wir hier die kleinen Scheißgegner kaputt machen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich in der nächsten Ebene dann direkt zum Boss gehe. Wir haben drei Bomben. Wir können mal in den Sündenraum eventuell reingucken. Weil der kann nämlich hier am Sündenraum sein, der Secret-Raum. Dann können wir nämlich auch in den Sündenraum reinschauen. So meine ich das. Yep. Sehr schön. Das ist sehr cool. Brauchen wir ein bisschen länger? Kriegen wir das überhaupt? Ja, doch, kriegen wir. Brauchen ein bisschen länger. Oh, das ist auf jeden Fall worth. Wir können gleich mal in den Shop gucken. Fällt mir gerade mal so ein. Muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich noch getroffen werde. 25 Münzen ist sick. Wir gucken mal hier rein. Gehen wir mal gucken. Jo, ziemlicher Mist. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir im Shop. Mal nachschauen, was es da so Tolles gibt. Mit 25 Münzen sollte man das auf jeden Fall mal tun. Ja. Diese Maske, das war doch eigentlich ein tolles Item, oder? Habe ich das nicht in Erinnerung? All Bomb, Coin, Key and Battery Pickups now have a chance to be replaced with a sack that contains multiple Pickups. Genau. So war das. Das ist ziemlich geil, ehrlich gesagt. Das heißt, wir kriegen ab sofort. Oh, das ist auch sehr schön. Dann können wir eigentlich direkt mal. Soweit ich weiß, können wir hier keinen Joker kriegen, oder? Also keinen Teufelsdeal. Oh mein Gott. Wir gehen mal direkt zum Boss. Oh, really? Warum ist er direkt gestorben? What the fuck? Muss ich das verstehen, warum der direkt. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier, ne? Haunt ist echt scheiße. Oh Gott, Alter. Fucking Haunt. Gut ist, ich habe meine Fliege. Diese Begleiterfliege da, die ist echt ziemlich geil. Weil die gleich wird da passieren, dass die da durchkommt. Seht ihr das? Gegen so einen Boss ist die echt ziemlich cool. Weil die halt da ganz guten Damage macht. Generell ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Start, weil wir coole Items haben. Oh ja, das ist ein sehr, sehr schöner Start. Wir haben einen guten Schaden, wir haben diese Contains Multiple Items Gedöns, wo wir immer so Säcke bekommen und wir haben die Kohle, was eigentlich schon mal ganz cool ist.
Wisst ihr was, das mach ich einfach so. Ja, wir müssen mal gucken. Eigentlich würde ich gerne den Bossrush in Angriff nehmen, aber das Ding ist, das ist relativ schwierig. Ne, das ist relativ schwierig. Was haben wir hier? Joker, Two of Hearts, Two of Clubs. Komm mal ran. Mr. Mega, Blast Damage. Das ist ziemlich cool. Wir kriegen 5 Bomben und gleichzeitig noch ein Blast Damage. Das heißt, die Bomben sind um einiges größer, was sehr, sehr cool ist. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich würde sagen, wir beeilen uns ein bisschen. Dann können wir nämlich echt vielleicht sogar den Boss Rush in Angriff nehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich will den eigentlich nur in Angriff nehmen, wenn wir das wirklich auch können. Ansonsten wäre das halt eine echte Verschwendung für den Run an sich. Weil wir eigentlich einen sehr, sehr schönen Run haben bis jetzt. Wir haben sehr, sehr coole Items. Wir bräuchten halt ein bisschen Schaden. Ohne Schaden wird das nichts. Ja, also der Rock wäre zum Beispiel ziemlich cool. Na, seht ihr, ne? Also dieses Item hier ist echt Gold wert. Man bekommt da so coole Sachen mit raus. Und kann dann auch mal hier reingucken. Das ist doch dieses Snake-Item, oder? Oder was war das denn nochmal? Ich darf das jetzt nicht verwechseln. Das ist, glaube ich, das hier. Pupula Duplex, oder? Ne, das ist das. One-Time-Use-Item, which when used will duplicate any pedestal items or consumables in the current room. Oh, das Item ist ziemlich geil. Denn damit können wir... unser anderes Item brauchen wir sowieso nicht mit The Lost. Damit können wir Teufelsziel-Items duplizieren und quasi doppelt mitnehmen. Was ziemlich geil ist. Es gibt ein paar Items, die halt echt cool sind, wenn man die doppelt mitnimmt. Ein paar Damage-Ups zum Beispiel oder auch andere Sachen. Und dementsprechend mal gucken. Ich glaube tatsächlich mit Lost ist das Item ziemlich cool. Weil wir ja die ganzen Teufelsdeals für Lowy mitnehmen. Und das bedeutet, wenn wir quasi die ganzen... Sagen wir mal, wir haben 2 Teufelsdeal-Items und die sind quasi so ein Damage-Up, dann können wir die zweimal mitnehmen, ne? Und dementsprechend ist das echt schon ziemlich cool. Nice. So, wir haben einen Begleiter. Ja. Tatsächlich würde ich das gerne mitnehmen. Den Begleiter nehmen wir auch mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Ebene. Wir können eigentlich direkt... Unsere Karte Joker können wir uns eigentlich nur aufheben. Weil das Ding ist, wir brauchen den Joker wirklich eigentlich nur benutzen, wenn wir den auch wirklich brauchen. Ansonsten ist es relativ useless. Jetzt haben wir natürlich die ultimative Sache. Und zwar haben wir nicht nur diese Säcke, sondern wir bekommen ab sofort doppelte Drops von Räumen. Das heißt, am Ende des Raums droppt ja immer etwas. Und dafür bekommen wir jetzt quasi den doppelten Drop. Ah, das würde ich gerne mitnehmen eigentlich. Ich gehe jetzt mal kurz in den Joker. Okay. Nicht so optimal, aber ist okay. Ich nehme auf jeden Fall das Book of Shadows mit, weil das ist Gold wert mit Lost. Ich glaube, ich brauche nicht sagen, warum. Das ist einfach so, das ist... Unbesiegbarkeit mit dem Charakter ist einfach nur richtig viel wert. Müssen wir mal gucken. Wir müssen uns, wie gesagt, ein bisschen beeilen. Was auch ganz gut wäre, wäre jetzt zum Beispiel ein Item, was unsere Begleiter stärker macht. Dieses BFF. Das ist das, glaube ich, ne? Das macht unsere Begleiter alle stärker. Denn das wäre schon echt nicht bad. Wir gucken mal. Ihr seht ja schon, Damage haben wir auf jeden Fall schon mal ganz cool. Weil wir halt, ne, das Messer haben, logischerweise. Gish ist auch sehr cool. Wir haben schon einige Begleiter. Also wie gesagt, ein Begleiter-Upgrade wäre sehr, sehr geil. Wir gucken mal. Wir gehen mal zum Boss. Oh, der hat mich sogar getroffen. Das ist halt auch sehr cool, ne? Dass wir uns immer hier so ein Dings holen. Ich muss echt aufpassen. Ich darf nicht zu leichtsinnig werden. Ich meine, wir haben zum Glück den Holy Mantle, ne? Der blockt da einiges und... Da ist das nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem muss man das ja nicht herausfordern, sage ich jetzt mal. Empress, High Priestess, Judgment,
Empress, High Priestess. Wir nehmen mal Empress mit. Oh, ich habe gar nicht gesehen, welcher Boss. Oh, nicht der, ey. Okay, Luck ab und HP ab. Ja, HP ab bekommen wir sowieso nicht, ist ja logisch. Wir müssen mal gucken. Hasch wäre wahrscheinlich sogar echt eine Möglichkeit. Aber, ja, ich guck mal. Ich will auch nicht zu schnell machen jetzt wieder hier. Ich wünschte mir tatsächlich gerade, ich hätte Steven verdoppelt. Nicht Steven. Ja, doch Steven. Weil der nämlich Lenkkugeln hat. Und das ist um einiges cooler irgendwie. Wir gucken nochmal hier rein in den komischen Doppelschlüsselraum. Okay, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Das Ding ist, ich möchte nicht mal unbedingt... Also der Boss Rush ist natürlich cool. Wenn wir den schaffen würden, das wäre awesome. Ich weiß aber nicht, ob wir das so leicht schaffen. Das ist so das Ding, wo ich jetzt ein bisschen noch am Grübeln bin. Können wir da wirklich das Risiko eingehen und das einfach so machen? Oder nicht? Oder sollten wir vielleicht lieber erstmal in den Dark Floor gehen? Und dann safe einfach das mal runterspielen? Weil das haben wir ja noch nie gemacht, ne? Ich meine, safe ist das hier alles nicht, wenn wir ehrlich sind. Es ist immer noch lost und das heißt immer noch getroffen werden und dann bist du dead. Oh, ein Slow-Effekt, der ist super gut. Von daher bin ich mir noch nicht so sicher, ob das alles so super knorkel ist, wie ich mir das vorstelle. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Wege, sag ich mal. The Sun. So, wir gehen mal kurz hier unten hin. Wir sind jetzt schon in Flooded Caves. Wir müssen noch eine Ebene runtergehen. Und dann sind wir schon beim Marm. Wir sind eigentlich sehr schnell. Also ist echt vollkommen okay. Dadurch, dass wir fliegen können, ist das eigentlich echt... The Sun... The Sun, Justice, Chariot nehmen wir mit. Was lag denn da hinten noch? Da hinten lag noch eine Empress-Karte, ne? Ich finde Chariot tatsächlich sogar besser, weil wir... Ich weiß nicht, ob unser Messer verschwindet, aber ich glaube nicht. Hm. Solche Maschinen, da muss man übrigens vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Weil wenn man da reinläuft, ich glaube, dann ist man tot. Auch mit dem Holy Mantle. Also jetzt nur nicht zu greedy werden und halt einfach safe hier runterhauen. Oh, zwei Luck-Ups. Tears up, das ist sehr schön. Sehr schön. Wir sind Leviathan. Leviathan kriegt man, wenn wir mehrere dieser Teufelsstil-Items einsammeln. Wir bekommen dann, glaube ich, die Fähigkeit zu fliegen. Ansonsten glaube ich nichts wirklich. Soweit ich weiß, kriegen wir da kein Damage ab oder sonstiges. Nur halt fliegen und... Warte mal, wir haben auch Leben. Oh, scheiße. Sag nicht, wir haben uns dadurch... Oh, nein, nein, nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Leviathan-Transformation. Oh, ich hoffe nicht, dass wir jetzt als Judas zählen. Oder so. Fuck, wir haben Herzen. Oder haben wir... Oder wird das nur angezeigt, weil wir diesen Effekt haben? Diesen Curse. Oh, ich hoffe nicht, dass wir jetzt Herzen haben. Oh, das wäre mega dumm. Was richtig geil wäre, wäre zum Beispiel das Item, mit dem wir unser Item quasi zweimal aufladen können. Das wäre ziemlich cool. Oh, ich habe echt ein bisschen Angst gerade, dass wir das irgendwie gerade verkackt haben. Ich weiß nicht, werden die da immer angezeigt? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Oh, das wäre echt bad. Das wäre echt viel bad, Mann.
Okay, Münzen haben wir genug. Ab zum Boss. Nein! Fuck, ich habe nicht Leertaste gedrückt. Oh nein, das wäre so gut gewesen. Oh mein Gott, bin ich ein Holzkopf. Oh Gott, das ärgert mich mega. Fuck, ist das behindert. Fuck, ist das behindert. Oh Gott, ist das bescheuert. Ah, oh, das ist richtig bescheuert. Holy shit, Leute. Das ist richtig dämlich, weil wir hatten auch noch Abaddon da liegen. Oh. Ey, sorry, da kann man echt nichts anderes sagen, außer total gefailt. So, das ist sogar mehr als... Das ist... Oh Gott, ey. Naja, wir haben zwei Schatzräume. Was haben wir hier? Hourglass und Homing Bombs. Okay. Ab zum Boss. Das ist echt super dämlich. Das kotzt mich auch gerade echt ein bisschen an. Bin ich ehrlich, da bin ich richtig salty gerade. Vor allem, weil ich das scheiß Leertaste-Item habe. Fuck it, ey. Das ist echt ekelhaft. Gut, wir machen mal folgendes. Vielleicht haben wir Glück und haben Black Market oder so ein Shit hier drunter. Bob's Rotten Head ist ganz cool. Gib mir mal ein Black Market. Nee. Na klar. Ich krieg mit Lost niemals so ein Black Market, ey. Das ist so schade. Weil gerade mit dem Charakter lohnt sich das extrem, weil man ja zigtausend Items bekommt. Und das ist echt sehr, sehr geil. Aber leider kriege ich das nie. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich habe nie das Glück, dass ich den bekomme. So, wir gucken mal hier nochmal. Rock. Immerhin eine Bombe. Ah, das ärgert mich echt so wirklich. Ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr dann zu Hause sitzt und denkt sich so, yo. Facepalm. Warum sind die Schüsse so komisch? Hat die so einen komischen Magneteffekt gehabt? Na also, das ist schon mal echt ein guter Start, so. Das ist schon mal ein Start, mit dem können wir echt was anfangen. So, jetzt wollen wir eigentlich die Steine auch gar nicht mehr aufsprengen. Weil da kann nichts mehr Tolles drin sein. Ich bin gerade am überlegen, ist der Rock auch ein Multiplayer oder ist der ein Damage-Up einfach nur? Ich glaube, der war doch auch ein Multiplayer wie der Magic Mushroom, glaube ich, oder? War das nicht so? Wir gehen mal direkt zum Boss. Na komm. Oh, ich hasse das so sehr, ne? Super. Oh, guck mal, selbst beim Bob's Rotten Head funktioniert das. Manchmal ist der Typ halt echt so blöde und geht halt immer dahin, wo die Bomben liegen, ja. Ich weiß nicht, ja. Seht ihr, was ich meine? Manchmal ist der halt richtig dumm. Weiter nach oben. Das Gute ist halt, dass er mich nicht blocken kann. So, was haben wir hier? Damage up und... Yep. Und yep. Ihr wisst, was der Incubus ist, ne? Der Incubus ist quasi... bin quasi ich. Das heißt, der schießt quasi so wie ich. Was sehr cool ist. Bevor ich jetzt wieder irgendeinen Scheiß einsammle, ne? Guck ich lieber nach. Tears now have a random chance to become a sticky bomb, which will attach to enemies and explode after a few seconds. Will ich das? Will ich das oder will ich das nicht? Ich lasse das erstmal liegen. Ich weiß nicht, ob ich das will, tatsächlich. Weil das Ding ist, ich habe das schon mal gehabt. Und das Problem war,
Das war einfach nur nervig. Das war einfach nur mega nervig. So wirklich. Wisst ihr, wie beschissen dieser Raum ist? Weil man einfach kaum Bewegungsfreiheit hat. Ja, das war einfach super nervig, als ich das letzte Mal mitgenommen hatte. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach. Meine Frage ist, kann man eventuell zweimal Incubus bekommen? Geht das? Also, es ist ein Teufelsstil-Item, ich weiß. Aber wenn man es einmal aufsammelt, kann man es trotzdem nochmal bekommen? Oder kann man nur die Kiste bekommen? Die Kiste, die man... Wisst ihr, welche ich meine, ne? Mit der auch Dings startet. Mit der auch Lilith startet zum Beispiel. Ja. Also ich hab's heute, wirklich. Ich werde von jedem Scheiß getroffen. Das ist... Oh Gott, ist das disgusting. Und das, obwohl ich jetzt schon wieder einen richtig guten Start habe. Also ich habe, glaube ich, wirklich in letzter Zeit relativ viel Glück gehabt mit Lost. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich kacke es immer rein. So, das ist echt ekelhaft. Das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. Balls of Steel. Ja, ist natürlich Quatsch. Ja, das Gute ist, dass wir jeden Multiplier, den wir für, oder jeden Modifier, den wir für die Tiers haben, den kriegt auch jetzt ab sofort der Incubus. Das ist halt relativ geil. Das heißt, wir kriegen sofort, ja, alle coolen Sachen, die wir finden, kriegen wir auch gleichzeitig für unser Vieh. Und, das ist echt ziemlich awesome. Das ist echt richtig awesome. Das ist quasi, als würden wir zu zweit spielen und hätten zweimal denselben Schaden. Was richtig geil ist. Nice. Aber die Fliegen, die Spinnen sind immer noch nicht mit einem Schuss tot, obwohl wir eigentlich schon ganz guten Damage haben. Sehr gut, ab geht's zum Boss. Man muss ein bisschen aufpassen, ne? Man kann auch, glaube ich, die gegen die Wand hauen, also gegen so einen Stein. Ich habe nämlich keinen Bock zu sterben. So, das ist sehr schön. Wir kriegen nochmal ein Tiers Upgrade. Wir nehmen nochmal hier. War hier nochmal so ein Energy Package? Ja. Das nehmen wir nochmal mit. Wir haben leider kein Teufelsziel bekommen, was echt schade ist. Wir haben 45% Chance, was eigentlich gar nicht so wenig ist. Ja, mal gucken. Das ist. Also, dieses Missing Hut ist so buggy. Mit der Teufelsziel Chance. Ich muss halt unbedingt mal updaten. Solche Gegner hasse ich, ehrlich gesagt, wie die Pest. Weil die immer so ewig brauchen, bis die mal ihren Scheißkopf hochmachen. Das ist super ekelhaft. Okay. Immerhin haben wir jetzt hier keinen großartigen Curse, oder? War hier ein Curse? Curse of the Unknown. Ja, wir sehen nicht. Okay, also war es vorhin echt nur ein Bug, oder nicht ein Bug, sondern war es echt nur so, dass ich gedacht habe, man hätte Herzen oder Leben. Und wir hatten tatsächlich nur ein Leben. Das ist echt viel Batman, Alter. Was ich da verkackt habe, das ist echt so fucking schlecht, Mann. Naja, egal. Neue Runde, neues Glück, ne? Oder wie war das? Wir können hier genauso gut alles machen. Mal gucken. Einfach Glück haben. Das ist sehr gut. Guck mal hier rein. Double Active. Double Active. War das wirklich... Activate a use of your spacebar item for free. Also ich finde jetzt nicht so geil eigentlich. Kommt halt darauf an, welches spacebar item. Aber naja. Ja, wir brauchen noch den Schatzraum, ne? Ohne den Schatzraum geht nichts. Bin gerade am überlegen, da ist noch Bosskampfraum. Den können wir gleich auch mitnehmen, eventuell. Na, ja, wir lassen das erstmal. Ich hasse das immer. Ich will immer ausweichen. Im letzten Moment will ich noch ausweichen und dann trifft mich noch so eine scheiß Kugel, ne? Weil ich einfach so... Keine Ahnung. Eigentlich muss ich das ja nicht. Ich kann ja eigentlich stehen bleiben. Aber da kommen ja auch noch andere Viecher. Das ist so das Problem. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Holy shit. Das ist echt nicht cool, wenn dich direkt am Anfang so ein Vieh trifft. Poison Bombs haben wir auch noch. Nice. Das heißt, wir haben jetzt lenkende Poison Bombs. Was sehr cool ist eigentlich. Ein Schaden von 6,45 ist nicht gerade die Wucht, aber ist okay. Solche Kisten bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Kann man die einfach so aufreißen oder nicht? Warum bin ich eigentlich nicht die ganze Zeit in den Sündenraum gegangen? Kann mir das jemand verraten? Gibt es da einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe? Warum habe ich das nicht... Das verstehe ich jetzt gerade mal echt nicht. Also, ich verstehe ja viel, aber... Das verstehe ich jetzt gerade echt nicht. Warum habe ich das vergessen? Ich weiß doch, dass ich den Sünden... Also, den... Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Ich meine, man darf hier nicht, natürlich nicht getroffen werden, aber... Ich hätte das doch die ganze Zeit machen können. Feels bad, man. Naja, gut. Alles klar, gehen wir mal weiter. Gehen wir zum Boss. Ja, Teufelsziel. Auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt ein Teufelsziel. Aber wir kriegen wahrscheinlich auch einen. Von daher ist okay. Jo, wir kriegen Speedball. Das ist sehr schön. Ich habe ehrlich gesagt immer Angst, wenn er das macht. Der soll lieber schießen. Weil dann macht er manchmal diesen Laser, der sich bewegt und da ist echt... Oh, ich hasse das. Okay, wir nehmen mal das mit. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Infested, infested. Okay. Alles klar, weiter geht's. Gucken wir mal. Wir haben ein paar Münzen. Wir haben eigentlich coole Sachen. Wir kriegen... Oh, da unten ist ein Bett. Broken Ankh. Wie war das denn nochmal? Der Ankh hatte irgendwie eine Chance, wieder zu beleben, ne? Wie viel? 20% Chance. Ah, wenn ich Blue Baby spawne ich dann. Ne, gib mal weg da. Ich will gar nicht als Blue Baby spawnen, ehrlich gesagt. Komm, jetzt gib mir mal bitte irgendwas Tolles. Komm, jetzt gib mir mal ein fucking Black Market. Leck mich doch. Ich habe einfach kein Glück. Ich weiß auch nicht warum. Nie Glück, ey. Naja, gut, alles klar. Gehen wir mal raus hier. Wir haben noch 10 Minuten für 2 Ebenen. Sollte passen. Wir haben ja die Vision. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir lang müssen. Wir sollten aber trotzdem auf jeden Fall auch mal hier oben reingehen. In den Shop. Weil wir haben relativ viele Münzen. Im Shop können super coole Sachen sein, wie zum Beispiel das Spacebar-Item irgendwie upgraden. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da mal gucken gehen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir das Spacebar-Item... Also es gibt ja diese Autobatterie. Wenn wir das Spacebar-Item zweimal benutzen, kommt dann quasi zweimal Damage oder... Kommt dann nur einmal der Strahl? Oder überlappt dieser Strahl vielleicht? Das könnte natürlich auch sein. Holy shit, war der close. Bitte lass es Jera sein. Oh ja, es ist Jera. Oh ja, es ist Jera. Okay. Jetzt haben wir fast schon wieder denselben Bild wie beim letzten Mal. Hm. Jera. So, warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz nachgucken. Die Karte Jera war doch... Alles verdoppeln, richtig? Alles. Also alle Kisten und alles. When used, double all pickups on the floor in the room. Creates copies of pickups even if you haven't purchased them yet. Can be used to double the number of golden item chests in the first room. Pickups. Ist damit... Damit sind nur Münzen und sowas gemeint, oder? Boah, ich will mich jetzt nicht vertun, Alter. Warte mal, wir sind jetzt... Ja, genau. Okay, das sollte eigentlich passen. Ist nicht schlecht, aber ich finde tatsächlich das besser hier. Weil das Ding ist, mit dem haben wir halt einen sicheren Clear. Und das haben wir halt mit dem anderen nicht. Mit dem anderen haben wir halt keinen sicheren Clear. Das ist halt ein bisschen was anderes.
Ich finde sicheren Clear immer besser. Sagittarius, das ist ziemlich gut. Das ist echt ziemlich gut. Wir kriegen ein Speed-Upgrade nochmal zusätzlich. Kann man? Ich bin gerade am überlegen. Kann man, warte mal, Pickups kann man verdoppeln. So. Kann man denn auch... Ah, muss ich jetzt echt da hinten rum? Oh, komm schon, Alter. Das ist ja echt viel Batman. Ich weiß, wir können Münzen und alles verdoppeln und blaue Herzen und so ein Scheiß, aber können wir denn auch Karten, Pickups, also in Form von Kisten verdoppeln? Also quasi Sockel-Items? Das weiß ich nämlich nicht. Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Da bin ich mir echt nicht sicher. Weil das Ding ist halt, Jera ist ganz cool, aber wenn wir damit nur solchen Schund verdoppeln können, dann können wir damit echt nichts anfangen. Die Frage ist, sollten wir mal in den Dingsraum gehen? In den Boss Rush. Weil momentan sieht es halt eher kacke aus. So. Oh Gott. Ich bin tot. Kappa! Viel Cosi. Kein Teufelsstil. Fuck. Bin gerade am überlegen, wo könnte es geil sein? Wir machen erstmal alles frei. Alles frei bis zum Boss Rush. Ich glaube zwar nicht, dass wir den Boss Rush machen werden, aber wir können ja mal gucken. Haben wir nicht den Stein schon? Ja, okay. Moment. Man kann halt relativ viel davon kopieren, ne? Das wäre halt, glaube ich, ganz cool. Wisst ihr, was ich meine? Wir kopieren quasi immer diese Packages. Aber weiß ich nicht. Man kann übrigens mit dem D20 und diesem dieser Tüte auf dem Kopf kann man übrigens einen geilen Glitch machen. Weil man kann in diesen Packages ja häufig Dings finden, Energie-Packets. Und diese kann man dann immer wieder benutzen, um den D20 zu benutzen. Und gleichzeitig spawnen dann wieder so Dinger, also so Packages auf dem Boden. Dann sind da wieder Energiedinger drin. Und immer so weiter und immer so weiter. Und ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Warum kommt da ein Holy Sound? Ist ja mega dumm. Passt da überhaupt nicht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zum Boss. Also was heißt erstmal zum Boss, aber wir müssen eh hier alles frei machen. Von daher ist okay. Temperance zweimal. Okay. Sagittarius ist echt ziemlich gut. Seht ihr, was ich meine? Manchmal, ich mag das einfach nicht, dieses Rumgedrehe, so, das ist übel kacke. Price Bombs. Irgendwie haben wir sehr viel auf Bomben ausgelegt. Was ich jetzt nicht unbedingt so super geil finde. Ich hoffe, der Bossraum ist hier. Ja, der ist hier. Definitiv. Okay. Nichts super Tolles. Aber wir haben noch ein paar Minuten, ne? Wir haben noch ein paar Minuten, theoretisch. Wir könnten eigentlich auch, ja, wir können eigentlich nicht viel machen. Wir können jetzt eigentlich zum Boss gehen. Ist jetzt nicht so, als ob es jetzt hier irgendwie noch so super krasse Sachen gibt, die man machen kann. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht machen. Wir müssen da in den Dark Floor, ne? Darf man nicht vergessen. So.
So, Dark Floor, Pickaxe, Holy Water, das ist alles Müll. Außer dieser Sandhaufen, obwohl, warte mal, dieser Sandhaufen war Different Tier Effekt. Das ist alles Müll. Sorry, aber das ist mir zu hart. Das mache ich nicht. Das mache ich echt nicht. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen zu YOLO. Jetzt können wir uns überlegen. Ich glaube, wir sollten entweder die Kiste oder den Dark Floor. Quatsch. Kiste oder den Dark Floor, das haben wir ja schon längst entschieden. Das Ding ist halt, wenn wir den Dark Floor machen, schalten wir halt eigentlich nichts frei. Oder? Habe ich mich da richtig erinnert, ne? Wir haben den Dark Floor ja schon mal geschafft. Das heißt, wir könnten eventuell Hasch machen. Wenn ihr Bock habt, versuchen wir Hasch. Okay, wir spielen nie wieder Lost. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.